Also fast so kuschelig wie die Situation jetzt gerade hier. Genau, so noch sind wir dabei. Vor allem ist es auch schön, ich meine, ich bin ja so zu Anton in Tirol, ich glaube, das erste Mal zu viel Bier getrunken, zu einem Stern, so das erste Mal richtig verliebt gewesen. Ja. Also du hast mich eigentlich auf meinem ganzen Lebensweg begleitet. Und die Bohnen, um dich zu lieben, hast du geheiratet. Okay, so. Genau. Genau. Alles perfekt. Okay, ich glaube, das Ganze braucht noch ein bisschen Erklärungsbedarf. Wuhu, Schlager! Mega cool, oder? Also. Wir zwei, mit dem DJ Ötzi vor der Kamera auf dem Boot. Und der ist einfach so ein cooler Typ, wirklich. Wie der, ja, der einfach DJ immer, Ötzi. Der war wirklich cool drauf. Merci, falls du das Video siehst. Merci, du bist ein geiler Sieg. Geiler Sieg, alles geile Sieg. Allgemein, Schlager, es ist eine Bombenstimmung. Wir also die Stimmung angesehen. Ist echt der Hammer. Wir sind schon voll angesteckt. Obwohl das ja eigentlich nicht unser Musikstil ist. Also für mich ist, ich sag wirklich, für mich ist es voll okay, wenn wir es irgendwie gewöhnt, so Oktoberfest. Und aber für mich, ganz ehrlich, was geheissen hat, hey, gehen wir für uns auf ein Schlagerboot ein Video produzieren? Ein gefunden, was? Schlager! Also der Kilian ist in dem Schlager. Meeting gesessen. Der Kilian ist in dem Meeting gesessen, weil wirklich er so. Das ist, glaube ich, so der klassische Gesichtsausdruck von der Laden geht er ab, oder? Ja, etwa so hat er aus. Also, wir sind aber auf einem Boot. Es ist etwas Neues und etwas und Neues muss man auch ausprobieren. Und das, ich glaube, das macht uns auch aus. Das macht Saturday und Sunday grundsätzlich auch genau. aus. Obwohl das für uns vielleicht jetzt mehr Monday oder Friday ist, da, das es ganze ist Programm. Aber ein spezieller Tag, ja. Es geht doch darum, dass wir etwas Neues ausprobiert und das machen wir. Aber kommen wir schon draus? Also wir sind auf einem Boot, Kreuzfahrt, Schiff, wo die ganze Zeit Schlager läuft. Es kommen Stars wie DJ Ötzi, Beatrice Egli und geben ihre Songs zum Besten. Und wir mit Sunday, mittendrin! Los und ihr jetzt auch, weil wenn es für uns heisst Schlager, dann heisst es für euch auch Schlager. Also Schlager, los geht's. Du warst der Wind in meinen Flügeln, hab so oft mit dir gelacht. Ich würde es wieder tun mit dir heute Nacht. Ja, ja, ja! So, auf das freue ich mich eigentlich schon lange. Endlich dürfen wir aussteigen. Du bist immer so gemein. Du willst so positive Energie. Nein, wirklich auf dem okay, Schiff. Okay. Das ist wirklich. Wir können ja draußen weiterreden. Dann haben wir endlich Sonnenschein. Korfu! Der Vorteil an einer Kreuzfahrt, man sieht mega viele verschiedene Orte. Der Nachteil, wir haben nicht so viel Zeit an den jeweiligen Ort. Jetzt in Korfu angekommen. Wir haben knapp 3 bis 4 Stunden Zeit. Das reicht nicht für die wunderschönen Sandstrände von dieser Insel, aber für Korfu Stadt. Und die sind auch ein Besuch wert. Die Altstadt von Korfu ist übrigens UNESCO-Weltkulturerbe. Hat Einfluss von venezianischer Seite, griechischer Seite, römischer Seite. Ist wirklich eine sehr herzige Altstadt. Während wir hier durch Korfu laufen, bin ich immer noch so ein bisschen das Schlager-Thema so am Verarbeiten. Ich freue mich langsam an. Also ich und der Schlager, wir werden langsam zumindest Kollegen. Ich würde noch nicht sagen beste Freunde, aber Kollegen. Vielleicht gerade mal einen guten Moment, um auf gestern zu oben zurückzuschauen. Also Kilian, etwas musst du schon zugeben in Bezug auf den Schlager, oder nicht? Also, was? Es hat ja schon ein bisschen mehr Energie. Also wie soll ich sagen, nicht Energie, es hat mehr Sinn. Die Songtexte sind doch irgendwie romantisch und schön und sagen etwas aus. Ja, sie sind sehr schnulzig. Aber ja, das stimmt, es ist sehr positiv. Die Menschen sind auch mega positiv, mega offen. Also wirklich mega schön. Das stimmt, aber. Ja. Aber jetzt hast du so oft mega gesagt, dass dir eigentlich keiner mehr glaubt, dass du es wirklich so meinst. Okay, das ist, glaube ich, mal ein guter Moment, um mal hinsitzen und über das Thema reden. Wie gesagt, Schlager, nicht mein Ding. Ich wäre, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, ganz ehrlich gesagt, so eine Kreuzfahrt, eine Schlagerwelle zu buchen. Aber ich bin auch der Typ, der sich extrem freut, zum Neues kennenlernen. Und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber es ist wirklich etwas Neues. Das Schlager, eine völlig neue Welt für mich.
Und das ist sicher etwas, was wir gelernt haben auf unserer Weltreise. Neue Sachen einfach mal völlig offen anzugehen, ohne grosse Vorurteile. Ich weiss, ich hatte schon ein paar Vorurteile gehabt gegenüber Schlager. Aber es ist mega spannend, jetzt auch mal das Ganze auf sich wirken zu lassen. Ja, weil jetzt sagen wir jedes Jahr. Auf die Schlagerwelle. Nein, also ich glaube, was der Kilian will sagen, ist, dass man einfach mit einer positiven Einstellung auch an neue Themen angehen sollte und vielleicht an Themen, wo man vielleicht auch ein bisschen kritisch gegenübersteht oder einfach nur mir zu lieb machen. Vor allem, das stimmt, ja. Und es gibt ja auch keinen Grund, kritisch gegenüber verschlagen zu sein. Weil es tut ja eigentlich niemandem weh. Okay, gewisse behaupten, es tut weh in den Ohren, aber grundsätzlich tut es ja niemandem weh, von dem her ist ja etwas Schönes. Nicht? Ja. Okay, weiter geht's. Das ist es ja eigentlich auch da, was uns begeistert an unserem Job, dass wir eigentlich zwanghaft immer irgendetwas Neues müssen ausprobieren dürfen, ausprobieren, etwas Neues erleben und vielleicht auch mal etwas Verrücktes machen, was wir selber eigentlich nicht machen würden oder uns auch gar nicht zutraut hätten, dass uns das gefällt oder wir das toll finden. Ja, ich denke, das ist das Coole an unserem Job. So, wenn wir schon den ganzen Tag mehr oder weniger freiwillig über Schlager reden und schon in Griechenland sind, müssen wir, glaube ich, ein Lied anstimmen. Genau. Kennst du das? Griechische Wein. Genau, also geht es hier ganz viel. Von wem ist das? Udo Jürgens, oder? Ja, Udo Jürgens, ganz ein toller Musiker, muss man wirklich sagen. Genau, der hat sicher Musikgeschichte geschrieben. Ist aber ganz eine andere Art von Schlager, finde ich, jetzt als so DJ Ötzi. Also man kann das auch nicht alles in eine Schublade packen. Nein, glaub. Also ich denke, es gibt wirklich extrem viele Facetten von dieser Musik. Also ich glaube, da ist doch wirklich etwas für jeden drin. Ja, jetzt kann man das sagen. Für gewisse ist es wahrscheinlich einfach so, ja nein, geht alles nicht. Aber ja, aber mit ein bisschen griechischem Wein. Kommt man schon so. Die Stimmung kommt dann schon. Also die Stimmung ist schon. Lalalala. Genau. Die Stimmung ist da. Also ihr merkt es, wir spüren es langsam. Es kommt. Genau, wir haben wirklich Verschiedenes gesehen. Zum Beispiel, wie haben die geheissen, die noch gespielt haben, den Tag durch auf dem Schiff? Coole. Coole. Die können wir vielleicht auch mal schnell einblenden. Das ist eine völlig andere Art, den nochmal verschlagen. Da steht das Haus, wo mit Gläsern was Eis und Eis gibt. Und in die Weiss geschworen hat, du hast die einzige Sinn. Also jetzt mal Spass beiseite, oder? Egal, was eure Haltung gegenüber von Schlager ist, man muss einfach zugeben, Schlager ist einfach ein Wahnsinnsfest. Wenn irgendwo Schlager läuft, dann gibt es einfach eine riesen Party. Ich meine, ist sicher jeder schon mal am Oktoberfest gewesen oder ich weiß auch nicht, hat irgendeine Motto-Party gehabt, wenn dort nicht mindestens ein Schlagerlied gelaufen ist, dann ist es sicher eine mega langweilige Party gewesen. Aber jetzt wollen wir mal eure Meinung wissen. Ich meine, zu Schlager hat, glaube ich, jeder eine Meinung. Schreibt zu uns in den Kommentar. Pro Schlager oder Contra Schlager. Und bitte ein bisschen, kommen wir ein bisschen ins Pro-Schlager-Team da. Wirklich? Du bist voll am Warmen. Ich habe eigentlich gewusst, dass der Kilian und ich so krass unterschiedlich sind. Also es ist nicht nur der Schlager, wo wir uns nicht einig sind. Also es ist wirklich nicht nur der Schlager. Es ist eigentlich ein ziemlich feiner Belang. Der fährt beim Kaffee zum Beispiel auch. Also genau, Cappuccino, ist klar, ist viel besser als ein normaler Kaffee. Oh, ich habe Kaffee mit Milch. Oh. Wo geht es weiter? Es geht weiter zum Beruflichen, dass er einfach Sachen kann, die ich nicht kann und umgekehrt. Das stimmt, ja. Und ja, hört beim Schlager dann auf. Ich glaube, da muss man auch ziemlich offen sein, eben, dass man auf das zugeht. Weil es so wird es eben spannend. Ich glaube, wenn wir gleich wären, würde man es glaube nicht aushalten, so 24 Stunden aufeinander. Dann wäre es so spannend, ja, das stimmt. Das wäre ja mega langweilig. Dann würde ich etwas sagen und du würdest immer sagen, ja. Jetzt ist es einfach sicher nicht. Jetzt sagen wir jedes Mal nein. Auf das schossen wir an. Mit Kaffee, oh mein Gott. Corfu ist eine griechische Insel, obwohl es eigentlich direkt neben Albanien liegt. Und das Meer, das sieht fantastisch blau aus.
Am liebsten würden wir reinspringen, aber es ist noch nicht ganz so warm hier im April. Plus haben wir auch nicht allzu viel Zeit und wir müssen schon bald wieder zurück aufs Boot. Unser Boot hat schon Korn, hast du das gehört? Das so, wir sind wie immer zu spät dran. Auch eine typische Eigenschaft von uns beiden, endlich mal eine Gemeinsamkeit. Genau, das ist gefährlich bei einem Kreuzfahrtschiff, weil das ist dann einfach weg, glaube ich. Oder warten die auf einmal? Ich weiss das im Fall nicht. Ich hoffe, jetzt muss ich warten. Okay, der Nachteil am Kreuzfahrtschiff, wenn man so globisch ist wie mir, man muss über den Stress, um wieder rechtzeitig aufs Boot zu kommen. Also in 10 Minuten fährt das Boot ab und wir sind immer noch unterwegs. Das ist dort hinten irgendwann. Scheiße, los! So, okay. Are we the last? Oh yes, you are the last. We're living very fast. Ah. Wir sind die letzten. Hoppa! Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind zwar immer die Letzten und die Hinterletzten. Und in die Schweiz gekommen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind wieder da. Jetzt geht es weiter mit. Das Schiff ist schon losgefahren. Und was steht eigentlich heute für eine Show? Ich weiß es gar nicht. Beatrice Egli wird noch kommen. Ich glaube, so genau, der Star. Ich glaube, das ist so der Star überhaupt. Es hat, glaube ich, wirklich noch coole Sachen. Und sehr viele unterschiedliche Schlager. Habe ich bis jetzt ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass die Musikrichtung so vielfältig ist. Ja, es gibt auch Ländler, oder? Und so. Also so ganz. Wir haben wirklich viel dazu gelernt. Wir haben uns kennengelernt. Aber jetzt verabschieden wir uns von euch. Ich glaube, viel mehr Schlager müssen wir euch auch an dieser Stelle nur antun. Ihr könnt sie in den Kommentar schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt oder ob ihr sagen, danke, tschüss. Ja, melden euch wieder, wenn ihr ab dem Schiff sind. Ist absolut okay, wenn ihr das schreiben. Genau, ja. Das ist es gewesen. Tschüss miteinander. Gebt dem Video einen Daumen gegen rauf, würde uns mega freuen. Gebt bitte einen Daumen gegen rauf, egal ob ihr Schlager mögen oder nicht. Ja, nicht, dass wir dann auch so Abstimmungssachen mit den Daumen machen. Genau. Gebt uns ein Abo, würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Schön, sind ihr dabei und tschüss miteinander. Ja, danke dir vielmals. Freunde, schaut euch das an. Und sollte das wieder irgendwann einmal passieren, dass man eben auch die ganze Schweiz in dem Sinn wiederum auf ein Schiff bringt, genau, das stimmt. Dann seid dabei, weil es ist echt was ganz, ganz was Besonderes. Ich werde mir das sicher wieder irgendwann einmal antun, weil einfach es war echt, ich sag's nochmal, Magic. Echt cool. Magic.